Herzlich willkommen, liebe Schachfreunde, zur Partieanalyse der Partie Vashela Graf gegen den Pommerschi von der siebten Runde des Kandidatenturniers 2020. Und was für eine wichtige Partie das war, denn es war das Duell der beiden Führenden in dem Turnier, Vashela Graf, der Zweitplatzierte, gegen Nepomuk, den Erstplatzierten, und Vashela Graf mit einem Punkt Rückstand, 3,5 aus 6, gegen Nepomuk, 4,5 aus 6. Das heißt, mit einem Sieg könnte Vashela Graf aufschließen, mit einem Sieg von Nepo könnte Nepomuk seine Führung noch weiter ausbauen. Wir starten direkt. Vashela Graf mit Weiß, Nepo mit Schwarz, E4, E6. Nepo wählt wiederum die Wiener Variante, die er auch schon gegen Alexienko gespielt hat. Hier Läufer B4. Ein Abspiel, was nicht häufig zu sehen ist auf Top-Niveau, was allerdings zu sehr komplexen Stellungen führen kann. Und das ist heute nicht anders. A3, Läufer schlägt C3, B schlägt C3, Springer E7, H4. Dame G4 ist der Hauptzug und kann zu sehr verrückten Stellungen führen, denn dort opfert Schwarz in der Regel beide diese Bauern, aber bekommt Gegenspiel am Damenflügel. Das wollte Vashela Graf hier nicht sehen, sondern bereitete natürlich ganz spezifisch diese Variante vor, H5, damit weicht er ab von der Partie Alexienko gegen Nepomuk, wo Springer F3 folgte. H5, der Bauer darf nicht weiter vorgelassen werden, das wäre zu viel des Guten. Insbesondere, da er bereits Schwarz seinen schwarzhäutigen Läufer abgetauscht hat auf C3, möchte er gerne diesen Läufer so gut es geht beschränken, und H6 würde es erlauben, dass weitere schwarze Felder in der schwarzen Stellung geschwächt werden. Turm B1, der Turm steht hier sinnvoll auf der halboffenen B-Linie. B6, das hat die Intention, die Läufer zu tauschen mit Läufer A6. Dame G4, typisch in diesem Abspiel, wie kann Schwarz diesen Bauern verteidigen? Er muss Turm G8 spielen und jetzt Läufer B5 Schach. Und hier eine Neuerung von Nepomuk, aber eine Neuerung, die Vashela Graf nicht überrascht hat, denn es ist wohl auch der beste Zug, König F8 statt eine Figur dazwischen zu ziehen. Der Vorteil von König F8 ist, dass Schwarz nach wie vor in einem Zug Läufer H6 spielen kann. Wenn er eine andere Leichtfigur dazwischen stellt, dann bräuchte er mehr Zeit dafür. Läufer D3 und Läufer A6 gespielt. Beide Spieler nach wie vor in ihrer Vorbereitung. D schlägt C5. Weiß möchte gerne die Stellung öffnen, da diese Figuren ein wenig problematisch platziert sind. Schwarz hat Schwierigkeiten mit seinem König und auch mit seinem Turm, diesen ins Spiel zu bringen. Läufer schlägt D3, C schlägt D3 und Springer D7 ignoriert jetzt, dass sämtliche Bauern hier geschlagen werden können, aber all das ist noch Vorbereitung von Nepomuk. Springer D7, D4 auch noch schnell gespielt, B schlägt C5 und Dame D1, das sieht auf den ersten Blick ein wenig überraschend aus, aber die Dame hat ihre Pflicht getan auf G4, kehrt zurück, deckt wichtige Felder und Weiß hat auch die Option, selber mal G4 zu spielen, falls ein Springer auf F5 auftaucht. Damit war Nepomuk aus seiner Vorbereitung raus, wie es den Anschein hatte, denn er überlegte hier längere Zeit und spielte Dame A5, ein vernünftiger Zug. Der Läufer wird nach D2 gelockt, was sinnvoll ist, weil in der Folge, wie wir auch sehen werden, der Läufer sehr gerne auf diese Diagonale kommen möchte, die A3, F8 Diagonale. Und wenn das Weiß gelingt, dann kann er auf Vorteil definitiv hoffen. Turm B8, auch das ist sinnvoll, hier Material zu tauschen, denn mit jedem Schwerfigurenabtausch erleichtert sich ein bisschen die leicht gefährdete Stellung des schwarzen Königs. Dann spielt das keine so große Rolle mehr. Springer E2, Weiß entwickelt sich weiter und hier ein kritischer Moment in der Partie, den Vashela Graf danach auch in der Pressekonferenz kritisiert hat. Schwarz spielt den verpflichtenden Zug C4, schließt damit das Zentrum. Und das ist wohl nicht der richtige Ansatz an diese Stellung. Schwarz hat mehrere Alternativen. Vashela Graf erwähnte in der Pressekonferenz diesen Plan, den König nach D8 und C7 zu führen. Allerdings ist da häufig das Problem, dass im geeigneten Moment Weiß die Stellung mit C4 öffnen kann und dann fühlt sich der schwarze König sehr unsicher. Von daher, es ist ein Plan, aber es muss natürlich auf die richtige Art und Weise umgesetzt werden. Besser wäre es für Schwarz, entweder direkt Dame A6 zu spielen oder zunächst auf B1 zu tauschen. Die Dame auf A6 steht ziemlich gut, denn zum einen verhindert sie das Eindringen der weißen Dame und zum anderen erlaubt es Weiß nicht hier kurz zu rochieren. Aber auch hier gibt es Ideen. A4 ist sehr interessant, ermöglicht Dame B5 und wiederum diese Idee Läufer C1, Läufer A3.
Falls Dame schlägt A4, dann kann Weiß hoch hier. Ich denke, er hat gute Kompensation hier aufgrund seiner besser entwickelten Figuren und der A-Bauer kann wohl früher oder später zurückgewonnen werden. Auch diese Variante ist noch nicht vorbei, aber sieht tendenziell ziemlich gut aus für Weiß. Mir gefällt Springer C6 besser und scheinbar hier der beste Versuch, in das Endspiel zu gehen für Weiß mit Dame B5. Aber ich denke, dass Schwarz in diesem Endspiel mit weiteren präzisen Zügen das Gleichgewicht bewahren kann. Wir sehen hier eine Beispielvariante. Schwarz gewinnt den Bauern auf E5. Weiß wird den Bauern auf A7 gewinnen. Aber es sollte letztendlich recht nah am Ausgleich sein. So oder so, das ist ein Zug, den Schwarz bereut hat in der Partie, denn er hat nicht mehr dieses nötige Gegenspiel, was er braucht. Und im Zentrum oder auch auf dieser Diagonale und das weiße Spiel wird deutlich leichter. Kurz hoch Hade liegt auf der Hand. Hier Turm B6 sieht schlau aus, aber vermutlich auch nicht am besten. Turm schlägt B1 scheint stärker zu sein, gefolgt von Springer B6 und jetzt der Plan König E8, König D7. Das gefällt mir ziemlich gut, wobei Weiß auch hier Vorteil behalten sollte. Dame B4. Das Endspiel ist nicht zu empfehlen für Schwarz, weil dann der A-Bauer wieder schlägt und Weiß kann die A-Linie sehr gut nutzen. Also Dame A4, jetzt Läufer E3, sieht auch besser aus für Weiß. Weiß hat einfach in all diesen Varianten so gutes Spiel auf den schwarzen Feldern und genau das ermöglicht der Zug C4, dass auch Figuren nach B4 kommen können und dass diese Diagonale noch weiter geschwächt wird. Wir folgen der Partie Turm B6, jetzt Dame C2, verbindet die Türme, schaut auch in Richtung Königsflügel, absolut logisch. Turm H8, vielleicht ein bisschen mysteriös, Schwarz möchte Dame H7 aus der Stellung nehmen und auch König E8 hier. Die Wandlung des Königs zum Damenflügel vornehmen, aber in der Praxis funktioniert das doch alles nicht so gut. A4, jetzt König E8 und Turm B4, sehr interessant gespielt von Vashela Graf. Turm schlägt B6 war auch möglich, vielleicht sogar objektiv noch stärker. Und ich mag es vielleicht überraschen, dass diese Stellung objektiv bereits gewonnen ist für Weiß, wenn der Computer hier etwas tiefer geht in seinen Berechnungen. Sagt er, das ist bereits gewonnen für Weiß. Warum ist das so? Gut, Springer schlägt B6 oder A schlägt B6. Letztendlich kommt es immer auf selbe hinaus. Der Läufer kommt auf diese Diagonale. Und da steht er super, super unangenehm für Schwarz. Sagen wir einfach mal Springer B8, Läufer A3, Springer BC6. Der Läufer zielt hier genau in die schwarze Stellung. Und Weiß wird früher oder später es schaffen, mit F4, F5 Linien, Diagonalen zu öffnen gegen den schwarzen König, der sich immer sorgen muss, der nie ein sicheres Plätzchen findet. Deshalb ist langfristig die weiße Stellung bereits gewonnen. Also Turm schlägt B6 vielleicht sogar noch ein Stück stärker als Turm B4, aber auch hier hat Weiß klaren Vorteil. Springer C6 ist jetzt ein Fehler von Nepo. So oder so, die Stellung ist bereits richtig schwierig zu spielen. Springer B8 wohl besser, damit dieser Springer nach C6 kommt und der Springer auf E7 weiterhin ein Auge auf F5 hält. Hier könnte es weitergehen mit Turm schlägt B6, jetzt G4 und im Prinzip wieder ähnlich wie auch in den Varianten eben. Weiß wird irgendwann zu F5 kommen, stellt den Läufer nach A3, auch einfach deutlich leichter zu spielen für den Anziehenden. Wir folgen der Partie Springer C6, wiederum auch hier Turm schlägt B6, eine sehr ernstzunehmende Alternative zu der Partie und vielleicht auch objektiv noch stärker, aber F4 war in der Partie auch recht vorteilhaft für Weiß. Weiß bietet die Qualität an, Schwarz sollte nicht zugreifen. Nach C schlägt B4, das Turm schlägt B4. Keine gute Idee, wenn Weiß auf B4 hier schlagen müsste, dann wäre die Sache nicht so klar, aber Weiß spielt Dame C3 und verbleibt am Ende mit einer Mehrfigur. Und wenn die Dame zurückzieht, dann kommt B5 noch hinterher, F5, Weiß bekommt hier einfach alles, was er möchte. Der Läufer kommt auf die Diagonale, Springer nach C3. Die schwarze Stellung ist komplett hoffnungslos. Alle seine Figuren sind passiv und können nicht aktiviert werden. Deshalb wieder Springer E7 zurück. Und jetzt wirst du sicherlich verstehen, Schwarz hat seinen Springer hin und her bewegt, Weiß hat F4 gespielt. Nepo hatte F4 nicht übersehen, das denke ich nicht. Er hatte auch eine Idee dabei, aber letztendlich spielt all das doch eher Weiß in die Hände als Schwarz. Weiß hat seine Stellung mehr verstärken können als Schwarz hier. Turm FB1. F5. Das war im Prinzip die Idee von Nepo, dass jetzt das Schlagen auf F6 nicht so eindeutig ist, weil hier die weißen Felder geschwächt sind. Wobei selbst diese Stellung ist Vorteil für Weiß, hat hier ein starkes Bauernopfer mit F5. Also Weiß im Prinzip
hat hier bereits die Qual der Wahl so viele gute Fortsetzungen. Turm B5, die Wahl von Vashela Graf, Läufer C1 direkt wäre auch gut gewesen. Vielleicht an dieser Stelle der letzte Moment, um doch noch die Charakterstellung zu verändern und Weiß größere Schwierigkeiten zu bereiten mit dem Zug Turm G8, was darauf hindeutet, dass Schwarz einmal zu G6 kommt, vielleicht dort Gegenspiel bekommt. Ich glaube, das wäre noch die beste Chance für Nepomniachtchi gewesen. Stattdessen F5, Turm B5, Dame A6 und jetzt Läufer C1. Und in allerbester französischer Manier kommt der Läufer hier auf seine Traumdiagonale. König F7, wohl eine weitere Ungenauigkeit von Nepomniachtchi. G6 ist besser, aber auch diese Stellung sehr schwierig. Läufer A3, hier eine Beispielvariante, G schlägt H5. Läufer C5, der Läufer aktiviert sich weiter. Turm schlägt B5, A schlägt B5, Dame A5, Dame B2, bereitet Turm A1 vor, Turm schlägt A7. Dame C7 ist deshalb Pflicht, Dame A3, Springer C8. Für den Moment hält hier Schwarz noch alles zusammen, aber du siehst auch, er steht sehr passiv. König F2, Turm H1 ein möglicher Plan und Weiß hat klaren Vorteil, allerdings nicht so großen wie in der Partie. König F7, es sieht alles sehr logisch aus, wie Nepomniachtchi die Sache angeht und jetzt scheint es ja, dass sich Schwarz konsolidiert hat. Es werden viele Täusche kommen auf der B-Linie, aber jetzt genau ist es ein Moment zu spät. Was kann Weiß jetzt spielen, um die Partie, um eine Gewinnstellung zu erreichen im Prinzip? Halte gerne das Video dazu an. Läufer schlägt E7, König schlägt E7. Man gibt also den Stolz der eigenen Stellung ab, den Läufer, aber es geht darum, die Linien, die Diagonalen gegen den König zu öffnen. Und dazu muss man diesen Springer eliminieren, der ein wichtiger Verteidiger des Feldes F5 war. Läufer schlägt E7, König schlägt E7, G4, sehr kraftvoll und energisch gespielt. Und das ist jetzt hier auch nötig, um die Initiative zu ergreifen. Und Schwarz kann einfach nicht gut mit dieser Öffnung der Stellung umgehen. Zum Beispiel Turm F8, um das aufzuhalten. Dann könnte es weitergehen mit Springer G3 und nach F schlägt G4. Turm schlägt B6, Dame dringt ein über H7, F5 kommt und Weiß hat hier definitiv noch genügend Angriffsfiguren, um dem schwarzen König das Leben zur Hölle zu machen. Zurück zur Partie, G4, Turm schlägt B5, A schlägt B5, Turm schlägt B5. Schwarz schafft es, die ganzen Schwerfiguren vom Brett zu nehmen, die Türme, pardon, nicht die Damen. Die Damen würde er gerne noch vom Brett nehmen, aber das schafft er nicht. Und auch selbst, wenn hier nicht mehr viel Material auf dem Brett ist, ist das immer noch ausreichend, um Großprobleme zu bereiten und die Stellung ist einfach gewonnen für Weiß. E schlägt F5 jetzt gespielt, falls Dame B6 vielleicht noch ein Tick besser, aber auch alle diese Stellungen. Letztendlich hat Weiß einfach die deutlich bessere Bauernstruktur und sämtliche schwarze Bauern sind schwach. Hier könnte es weitergehen mit Springer G3, G6, König F2 und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Weiß seinen Bauern zurückgewinnt. Dame kann über A3 eindringen und der Springer ist ein großes Sorgenkind für Schwarz. Er kommt einfach nicht gut wieder in die Partie. Wir folgen weiter dem Geschehen in der Partie. Es folgte E schlägt F5 und jetzt wichtiger Moment. Viele Spieler würden sagen, ach, ich kann meinen Bauern zurückgewinnen, Dame schlägt F5. Aber es geht noch viel besser. Wir wollen diesen Springer ins Spiel bringen, deshalb Springer G3. Der Springer soll mit Schach auf F5 schlagen, eventuell sogar nach D6 kommen und der Springer wird aktiviert. Hier gab es noch ein paar interessante Varianten, die man betrachten könnte. Vielleicht Springer G3, minimale Ungenauigkeit, zumindest nach Dame A3 könnte es sein, dass es am besten wäre, den Springer wieder zurückzuziehen. Denn Springer schlägt F5 würde Weiß einige genaue Züge abverlangen. Und darum geht es eigentlich in so einer Phase als Verteidiger. Man möchte den Gegner praktische Probleme bereiten und ihn zwingen, einzige Züge zu finden, um den Vorteil zu bewahren. Hier wäre das Dame E1 zunächst, um den Bauern zu decken. Aber jetzt bekommt Schwarz auch Gegenspiel. Letztendlich sollte es nicht ausreichen, aber ich finde, das ist so eine Variante, die nicht so eindeutig ist. Und das hätte Nepomniachtchi ganz gut probieren können. Hier den Zug Dame A3. Er spielte stattdessen Dame B6. Das erleichtert die weiße Aufgabe. Und ein anderer Zug, der noch möglich wäre, ist G6. Jetzt das direkte Schlagen. Das hatte Vashela Graf auch in der Pressekonferenz erwähnt, hier schlagen König F2. Allerdings, das ist nicht so klar,
Also wenn Weiß hier in das Endspiel geht, was Rashida Graf vorgeschlagen hatte, dieses Endspiel ist nicht so eindeutig. Schwarz hat diesen Trumpf des A-Bauern, der doch recht zügig sich nach vorne bewegt. Und Springer steht H6, jetzt A5. Der Bauer kommt immer weiter vor und wird vom Springer auch unterstützt. Und diese Störung wäre im Gleichgewicht. Weiß kann das Ganze besser angehen. Er kann beispielsweise nach Dame G4 Springer E2 spielen. Springer und König verteidigen alles. Das wäre eine Möglichkeit, aber noch viel stärker ist es nach G6 einfach ganz cool, einmal König F2 zu spielen, denn das Schlagen auf G6 läuft nicht weg und Schwarz wird seine Bauern nicht halten können. Zurück zur Partie, es folgte Dame B6. Wie bereits gesagt, Weiß möchte den Damentausch nicht, schlägt erst auf F5 mit Schach und zieht jetzt Dame A1. Ein wunderbarer Zug, die Dame hier perfekt platziert. Sie kann nach A3, sie hält den A-Bauern auf. Und sie hat alles im Griff, deckt auch den Bauern auf C3. Dame E6 jetzt gespielt. Ja, falls A5, da passiert im Prinzip nichts. Springer E3, Dame A3, König F2. Schwarz bekommt kein Gegenspiel, nicht ausreichend. Dame droht jetzt hier auch einzudringen über E7. Und früher oder später werden die schwarzen Bauern fallen. Vor allem der Bauer auf D5 ist eine große Schwäche. Dame E6 war Nepos Zug, Springer G3, Dame G4. Das sieht erst einmal sehr aktiv aus für Schwarz. Und ja, er gewinnt den Bauern auf F4, aber letztendlich verteidigt der Springer von Weiß seinen König perfekt. Es gibt kein Dauerschach und dann werden langsam die schwarzen Bauern fallen und Schwarz kann seine Stellung nicht zusammenhalten. Dame steht F4, kam G6 noch ein Zug, den man betrachten könnte, um hier irgendwie zu Gegenspiel zu kommen. Selbst hier, das würde Weiß auch noch gewinnen, wobei er sich ein bisschen präzise hier bereits anstellen müsste. Aber stärker ist entweder Dame A3, wie es der Plan war von Rashida Graf, oder sogar noch kraftvoller Dame A5 mit der Drohung Dame D8, wie auch Dame schlägt D5, nach G schlägt H5, Dame D8 Schach, König F7, folgt F5 und es ist vorbei. In der Partie spielte der Nepo Dame schlägt F4, Dame schlägt A7. Greift den Springer an, König E7 und Dame A3 Schach. Die Dame kommt mit Tempo nach D6 und dort steht sie enorm gut. Denn sobald sich jetzt die schwarze Dame an den C3-Bauern macht, dann spielt Weiß E6 und der Springer ist nicht mehr zu verteidigen, beziehungsweise matt folgt schon in wenigen Zügen. Und insofern hat hier Schwarz keine Züge mehr. G5 wurde gespielt von Nepo, falls König E8 oder König C8, dann gibt Weiß erst ein Schachgebot und bedient sich dann auf D5. Der Nutzen ist, der Springer ist wiederum gefesselt, E6 droht. Der Bauer auf C4 fällt ebenso komplett hoffnungslos. G5 ist auch kein ernstzunehmender Versuch, einfach H schlägt G6, H5 und G7. Und Schwarz Nepomniachtchi gab auf, denn nach Dame G4 beispielsweise. Ich weiß schon gar nicht, was ich hier auswählen soll. E6 oder Dame F8 Schach gefolgt von G8. Es ist alles komplett verloren für Schwarz. Also die Niederlage, die Aufgabe kam nach G7. Und was für ein wichtiger, wichtiger Sieg für den Franzosen Maxime Vachellegraf, der damit gleichzieht in der Tabelle mit Jan Nepomniachtchi. Beide führen das Feld jetzt mit 4,5 aus 7 an und haben einen Punkt Abstand zu vier Spielern, die 50% haben. Damit sind die beiden Spieler gleich auf, aber was eine wichtige Rolle spielen könnte, falls sie am Ende gleich aufliegen, dass eventuell Vachella Graf dann im direkten Aufeinandertreffen die Nase vorne hat. Insgesamt, was kann man zur Partie sagen? Sehr gut gespielt von Vachella Graf. Nepomniachtchi hat einige ungünstige Entscheidungen getroffen, vor allem denke ich die strategische Entscheidung, die Stellung abzuschließen, aber auch vielleicht die Eröffnungswahl. Im Nachhinein natürlich leicht gesagt, nicht die beste für diese Partie und eine rundum gute Partie von Vachella Graf. Da kann man absolut nichts meckern. Wie hat euch die Partie gefallen? Schreibt es mir gerne runter. Und ansonsten, wenn ihr selber Lust bekommen habt, jetzt ein bisschen Schach zu trainieren, ein bisschen Schach zu machen, euch damit zu beschäftigen, schaut gerne einmal in meiner Online-Schachschule Chessens vorbei. Da gibt es gerade 20% Rabatt mit dem Code Kandidaten. 20. Also gerne einmal reinschauen und wir sehen uns zur nächsten Runde wieder. Bis dahin. Ciao.